Hey Leute, in der Partie von letzter Woche, da lief es ja sehr glücklich für mich. Da zeigte ich euch eine Kirsche, wo ich mit ein wenig Unterstützung der Gegenspieler dann doch noch 61 erreichen konnte. Das läuft manchmal aber auch genau andersrum. Da hast du einen sehr guten Ansatz und dann steht entweder die Karte so, dass du plötzlich gar nicht gewinnen kannst, oder, wie in diesem Fall, du stehst dir selbst im Weg, und auch über solche Spiele sollten wir sprechen. Ab dafür! Es ist noch keine Woche her, da bekam ich in Mittelhand folgende sehr vielversprechende Ausgangskarte. 5 Volle mit 3 Assen, dazu Pik Bube, war auch bei 18 am Spiel und mental natürlich schon kurz vor Grand Hand, so kennt ihr mich. Die Routine hat mich dann aber doch wieder eingefangen und gesagt, nein, da fehlt wohl noch eine Verstärkungskarte, der Grand ist in Mittelhand und ohne den Kreuzbuben eine Nummer zu gewagt. Also erstmal wohlgemut in den Skat geschaut. Da allerdings nicht wie erhofft und erwartet ein Buben, sondern Schonkost, Karo Lusche, Kreuz Lusche. Das sagt mir natürlich im ersten Moment, jetzt sollte ich den Grang wohl auch nicht mehr spielen. Der ist zwar immer noch möglich, 14 Augen Kellern und dann sollen die Vollen laufen, aber schon riskanter als vor der Aufnahme. Vor allen Dingen gibt es jetzt auch ein besseres Spiel, wenn ich einfach nur die Vollen ziehen wollte. Dann könnte ich mich jetzt auch für den Viertrümpfer in Kreuz entscheiden, der nämlich eine sehr stabile Beikarte hat. 14 Augen drücken wäre dann der Plan und es müssen nur die vier Vollen laufen. Auf Herz 10 kriege ich zwangsläufig die Dame und auf Pik Ass ebenso die Dame, wenn eben nicht gestochen wird. Der Haken an der Geschichte, wenn die Karte eben nicht glatt sitzt, wenn die Herz 10 oder das Pik Ass abhanden kommt oder eben sogar das Herz Ass direkt, dann gibt es bei diesen vier Trümpfen nichts zu wollen, dann ist das Spiel geplatzt. Von daher, die andere Alternative ist immer noch der Fünftrümpfer. Pik mit einer relativ soliden Beikarte, der kann vielleicht auch mal den Abstich der Herz 10 vertragen, weil damit das Pik Ass dann was zurückstechen kann und wenn Pik 3-0 steht, ist auch noch nicht alles verloren. Also ich denke mal, Kreuz oder Pik, die Chancen sind relativ ähnlich. Ich habe mich in dem Fall jetzt für den Pik tatsächlich entschieden, mit 10 Augen im Keller. Die Kreuz, dass ich hier die Doppellusche noch schleppen muss, ist so ein bisschen die Achillesferse hier in dem Spiel und dass womöglich das Pik Ass irgendwann nicht nach Hause geht. So lief jetzt die Partie. Es kam Kreuz Lusche auf. Hätte natürlich ehrlich gesagt lieber Karo oder Herz gesehen, doch da steckst du nicht drin. Kreuz Lusche, Lusche, hinten das Ass, 11 Augen. Danach kam Karo 8 und Karo König. Klar, den muss ich jetzt ja sowieso rausnehmen, auf 25. Es liegt jetzt die Mutmaßung nahe, dass Vorhand aus dem Kreuz König zu dritt aufgespielt hat und Hinterhand kein Kreuz mehr hat. Das wäre erstens eine ganz typische Eröffnung und zweitens hätte ich erwartet, dass sonst Kreuz hinterherkommt. Das bedeutet, wenn ich jetzt Trumpf rausspiele, dann bringe ich mich in die Gefahr, dass auf die beiden nachgespielten Kreuz, den ersten muss ich noch bedienen, hinten zweimal Herz abgeschmissen wird, dann laufen meine Herzvollen nicht mehr. Daran sieht man vielleicht doch schon, dass das Spiel auf recht wackeligen Beinen steht, dass ich jetzt hier schon mich entscheide, über die Dörfer zu gehen, denn auch diese Züge haben natürlich ihr Risiko. Wenn etwa Vorhand nur ein Herz hat und die Herz 10 sticht, dann bricht das Spiel auch auseinander. Herz Ass läuft, 36, Herz 10, von hier kommt schon der König, erstes kurzes Bibbern, aber dann die Herz Lusche auf 50 Augen. Der Herz König sagt jetzt übrigens noch nicht zwingend, wo jetzt die Herz Dame ist. Der Spieler hier kann auch den Abstich erhofft haben und aus König Dame schon die Dame gelegt haben, oder er hatte eben tatsächlich nur die beiden Herzen. Ich habe jetzt 50 Augen liegen, jetzt ist es Zeit, das erste Mal mit Trumpf zu spielen, bin jetzt schon ein ganz guter Dinge, dass zumindest Herz Ass und 10 gelaufen sind. Jetzt fällt Trumpf Lusche, Trumpf 10, und wenig überraschend kommt Kreuz König, ich muss bedienen, hinterher. Von hinten wird die Karo Dame gelegt, also ganz klar, Karo 10 muss definitiv hier in Vorhand sein. Und jetzt kommt der letzte Kreuz. So, ich vermute schon, Hinterhand hat vielleicht noch eine Karo Lusche oder noch die Herz Dame, dann noch drei Trümpfe. Also wenn ich jetzt mit dem Trumpf Ass steche, kommt wohl der Überstich und ja, vielleicht die Herz Dame hinterher oder ein kleiner Trumpf. Auf jeden Fall geht dann die Karo 10 im Zweifel auch noch weg.
Das ist hier keine so gute Option. Ich habe mich zumindik entschieden, jetzt erstmal nur mit dem Pik König zu stechen. Ein wenig was anbieten, aber noch nicht alles. Bekomme hinten die Karo Lusche, wie erwartet, fast auf 57 Augen. Und jetzt ist hier die Schlüsselszene im Spiel. Ich muss noch einen einzigen Stich machen. Es sind noch genug Bilder da, zwei rote Buben und Karo 10 und Herz Dame. Also wenn ich noch einen Stich irgendwie mache, dann werde ich auch gewinnen. Und wenn ich die Kartenverteilung kennte, wenn alle Karten offen wären, dann könnte ich auch zwangsläufig diesen Stich erspielen. Ob die Trümpfe jetzt 2-2 stehen oder 3-1, es lässt sich für mich steuern. So muss ich jetzt ein bisschen spekulieren, wie die Karte steht. Und irgendwie war ich in dem Moment jetzt auf dem Trip, dass ich vermutet habe, hier ist nur noch ein Trumpf, und wenn das ein roter Bube ist, dann kann ik nur dann gewinnen, wenn ich jetzt den Pik Buben spiele. Ansonsten steht nach dem Stich mit Trumpf Lusche oder Trumpf Ass, Trumpf Dame und hier der rote Bube, hinter mir die Gabel mit Kreuz Bube und dem anderen roten Buben, und ich mache keinen Stich mehr. Natürlich, wenn dort drei Buben stehen, ist das schlecht, und genauso ist es schlecht, wenn hier der Kreuzbube blank steht. Das heißt, ich muss mich hier irgendwo entscheiden, und was mir jetzt entgangen ist, ist so eine Kleinigkeit, und das war in der ersten Trumpfrunde, dass vom Spieler hier in Mittelhand auf meine Lusche nur die Trumpflusche gefallen ist. Daran ist doch irgendwo schon zu erkennen, dass die Trumpfdame noch hier sitzen muss. Das heißt, egal ob Trumpf jetzt 3-3 steht, also jetzt noch 2-2, oder hier nur noch die Trumpfdame sitzt, es bietet sich jetzt an, einfach den Pikbuben noch in der Hand zu halten und Lusche oder Trumpf Ass rauszuspielen. Beides sind Siegkarten. Ich habe mich jetzt aber, wie gesagt, doch entschieden, den Pikbuben zu spielen, habe dieses eine kleine Signal übersehen, wollte hier einen blanken roten Buben abdecken, und das ist mir jetzt überhaupt nicht gut bekommen, denn der Spieler in Hinterhand hatte tatsächlich nur noch die drei Buben. Und vorne saßen bekanntermaßen Pik Dame und Karo 10. Das heißt, jetzt gab es keinen Stich mehr, jetzt war nichts mehr zu retten. Ganz klar selbst vermurmelt. Dabei war die Situation ja noch nicht mal so kompliziert oder unübersichtlich. Da hätte ich eigentlich drauf kommen können, wenn nicht drauf kommen müssen. Das zeigt aber auch, Skat ist nur ein sehr forderndes Spiel, da musst du die ganze Zeit hellwach und topfit sein. Wenn du irgendwie mal ein bisschen abgelenkt im Autopilotenmodus durch die Gegend spielst, dann gibt es schnell so einen Bock, so ein Eigentor. Das ist dann natürlich besonders ärgerlich, weil so unnötig, und diese Punkte, die kannst du natürlich nicht mehr aufholen.